Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute wurde es announced, wie schon zu erwarten war, wird der nächste Titan Terra Raid Gordrum werden mit dem Terra-Typen Normal. Sehr, sehr nice. Das Ganze dieses Wochenende am 28. Juli bis zum 30. Juli und dann nochmal vom 4. August bis zum 6. August. Und ich hoffe, dass wir dann mit den Terra-Titanen Pokémon durch sind, was die Starter betrifft, beziehungsweise ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil es das letzte ist, und dass wir dann danach endlich einen legendären Raid sehen werden. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Mewtwo sein wird. Und wir können uns gerade mal Gordrum angucken, weil es gibt da ein ganz kleines Problem. Gordrum kann nämlich eine ganz bestimmte Attacke, die es wahrscheinlich sehr schwierig machen wird, diesen Kampf zu gewinnen. Und das ist Überschallknall. Gordrum geht zwar nicht auf Spezialangriff, aber damit macht er 140 Stärke. Der kann allgemein echt starke Normalattacken. Und da wird es echt spannend, was Doppelschlag könnte er natürlich auch können. Also er kann viele Normalattacken, die richtig reinknallen werden. Ich denke mal, gute Counter werden sein, so wie es schon so oft war. Koraidon mit Ableithieb. Zapdos, glaube ich, könnte mit donnernden Tritt richtig reinknallen, wenn er den Überschallknall überlebt. Die Def von Zapdos ist jetzt nicht die krasseste, aber donnernder Tritt ist so eine coole Attacke, die die Verteidigung vom Gegner um 1 senkt. Wenn das dann mit Terra-Typ Kampf verbunden wird, kann es sein, dass das richtig schön reinknallt. Und natürlich Epitaph, weil Überschallknall trifft ihn natürlich nicht, weil er Typ Geist ist, bis er dann auf Terra-Typ Kampf geht. Habt ihr mit Metronom und Ableitieb schon so viel Angriff drauf? Epitaph wird bestimmt auch sehr, sehr stark. Mit den drei werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren am Freitag. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne ein Follow dalassen. Ich werde euch natürlich da auf dem Laufenden halten. Und ich bin dann gespannt. Ich werde es ja irgendwann mal eingeblendet haben. Den Mewtwo Raid. Ich hoffe, dass wir dann Mitte August endlich Mewtwo und den ersten legendären Raid haben werden. Lasst mir gerne eure Meinung unter den Kommentaren stehen, welchen legendären Raid ihr da gerne sehen wollen würdet. Ich glaube, Mewtwo wird wahrscheinlich der erste. Sind sich viele schon ziemlich sicher. Und dann würde ich sagen, würde mich sehr freuen über ein Like und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!